Neue Kriminalitätszahlen aus Nordrhein-Westfalen. Der Innenminister warnt vor ausufernder, Zitat, Ausländerkriminalität. Vor allem die Zahl bei Jugendlichen sind erschreckend gestiegen. Fast jeder zweite Täter ist unter 18. Darüber müssen wir diskutieren. Und warum Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki die Innenministerin und ihre Pläne für gefährlich für unsere Demokratie hält. Und laut aktuellen Umfragen für Sachsen und Thüringen sind neue spannende Koalitionen möglich. Das sind die Themen von Stimmt, der Nachrichtentalk heute. Und das meine Gäste. Wolfgang Büscher kennt die Not der Kinder in diesem Land. Täglich kümmert sich seine Arche um 7000 Kinder. Dabei erlebt er eine spürbar zunehmende Gewalt. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Antje Hermenau, ist wieder bei uns. Und News-Politik-Chef Ralf Schuler. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte der Bild-Zeitung, Zitat, wir müssen über Ausländerkriminalität sprechen. 35% aller Straftäter in Nordrhein-Westfalen seien Ausländer und das bei einem Ausländeranteil von 15%, also deutlich überrepräsentiert. Besonders explodiert sind die Straftaten bei Kindern und Jugendlichen. Fast die Hälfte aller ausländischen Straftäter sind Jugendliche. Herr Büscher, Sie arbeiten täglich mit Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen zusammen. Was fällt Ihnen auf? Überrascht Sie diese Zahl? Also ich kann ganz klar sagen, die Integration vieler junger Menschen, der meisten jungen Menschen, die wir kennen aus unseren Einrichtungen, ist gescheitert. Wir haben sie ins Land geholt. Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Frau Baerbock sagt, ihr seid alle willkommen. Und damit meinen Sie, haben wir manchmal den Eindruck, die NGOs in diesem Land, die Tafel, die Arche und andere NGOs. Was wir machen und müssen, um die Kinder zu integrieren, ist uns kümmern. Wir haben diese Kinder nun mal hier im Land, also müssen wir uns jetzt und heute kümmern. Sie gehen auf Brennpunktschulen. Viele der jungen Familien haben Kinder, die dürfen keine Kita besuchen. Gerade hier in Berlin, da heißt es aus der Politik, brauchen die ja nicht, die Eltern sind zu Hause. Das heißt, die Kinder lernen die deutsche Sprache nicht. Dann gehen sie auf Brennpunktschulen. Sie wohnen über Jahre hinweg in sozialen Einrichtungen. Wir haben jetzt nach 8 Jahren einer Familie eine Wohnung besorgt, die mehrere Kinder hat. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. So wird Integration scheitern. Viele dieser jungen Leute werden kriminell und wir müssen jetzt und heute was tun. Und das sind die Gründe, warum diese Gewalt so explodiert? Ja, natürlich. Das ist einer der Gründe. Wir haben jetzt erst, wir haben jetzt gerade in einem neuen Buch, das auch das Verbrechen an unseren Kindern heißt, deutlich versucht aufzuzeigen, woran das Ganze liegt. Man muss wirklich sagen, wir haben Brennpunktschulen. Da sind sie zu 90% unter sich. Und bei Ihnen in der Arche, was erleben Sie da? Ja, wir haben zwischen 7.000 und 10.000 Kinder da. Ich habe heute noch mit einer Jugendleiterin, die den Jugendbereich einer Arche in Berlin-Hellersdorf, also im Osten, leitet, gesprochen und sagt, wir haben einen hohen Anstieg an kriminellen Taten. Die Jugendlichen sind abgehängt. Sie haben in erster Linie kein Geld. Was passiert da? Ja, das passiert, dass sie natürlich, mich hat vor einigen Wochen ein Jugendlicher angerufen und hat gesagt, Wolfgang, ich brauche dringend 300 Euro, das ist wirklich so, ich würde dich sonst nicht fragen. Und dann habe ich ihm gesagt, was machst du, wenn ich die dir nicht geben kann, sagt er, Bruch. Das erleben wir eben in unseren Häusern. Klar, wir haben viele Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Die Kinder sind nicht gefestigt. Sie haben keine Eltern, die sich intensiv um sie kümmern. Die arabischen Jugendlichen, man braucht bloß abends mal über den Alex zu laufen. Da ist nichts mit Integration. Die sitzen in der Nähe vom Roten Rathaus, oft zu 100 auf Bänken und stehen herum. Also die Integration ist gescheitert. Die Kinder sind nun mal hier. Wir müssen uns jetzt und heute kümmern. Diese Kinder werden später alle vom Bürgergeld leben. Das werden alles wir bezahlen. Sie werden kriminell werden, wenn wir das Steuerrad jetzt nicht rumreißen. Da habe ich mal eine Frage. Wann haben Sie das denn gemerkt, dass das nicht funktioniert? Ich meine, das Fazit kann man jetzt, seit 2015 sind viele Jahre vergangen, ja ziehen. Aber haben Sie das nicht eher schon in Anzeichen gemerkt? Wir haben natürlich Anzeichen gegeben, aber seit dem Überfall in Israel, der Hamas in Israel, haben wir noch mal eine Verschärfung. Also mir haben Jugendliche gesagt, zuerst schneiden wir den Christen die Kehle durch, dann schneiden wir euch Deutschen die Kehle durch. Viele haben gesagt, und in Hamburg hat mir jetzt ein Archeleiter gesagt, der beste deutsche Politiker, den ihr je hattet, war Adolf Hitler. Also viele werden radikalisiert, sie bringen ja auch ihre radikalen Prediger mit. Die haben zu Ihnen gesagt, sie schneiden Deutschen die Kehle durch. Ja, wir schneiden, wenn wir die Mehrheit haben, und wir haben bald die Mehrheit, natürlich. Das ist eine Geschichte gewesen, die ist auch ziemlich intensiv durch die Medien getigert. Der Grund ist einfach, warum wir uns nicht kümmern. Sie
bringen ihre eigenen Prediger mit. Sie gehen ja nicht in so eine, wie mir ein Jugendlicher sagte, der sehr gut Deutsch spricht, weichgespülte Moschee. Sie bringen ihre eigenen Leute mit an Wochenenden und sie sind vor allen Dingen auf den Schulen zu 90-95% zusammen, anstatt dass wir sie so in den Metropolen verteilen, dass in jeder Klasse, in jeder Schule ein gleicher Anteil verhaltenskreativer Kinder ist. Der Städte- und Gemeindetag und der Landkreistag haben gesagt, es wäre klug, wenn es mal einen Aufnahmestopp gäbe für eine gewisse Zeit, um Fragen der Integration, die sich jetzt problematisch auftürmen, zu lösen. Ja, wir müssen die Probleme jetzt lösen, was wir definitiv nicht machen können. Also klar, wir sind ein Einwanderungsland, wenn ich das mal so sage. Mhm. Aber was wir nicht machen können, ist die holen und dann vergessen. Das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Wir müssen sie integrieren, wir müssen sie auf gute Schulen schicken. Wir müssen sie stärken, sie brauchen Paten. Mhm. Wir müssen uns nichts vormachen. Die Kinder sind hier, die leben hier und die bleiben hier. Und wenn wir uns nicht kümmern, werden viele von ihnen kriminell, weil auch sie wollen einen Anteil vom Kuchen in unserem Land. Aber ich will noch mal zuspitzen, Entschuldigung, das interessiert mich richtig. Ich will noch mal zuspitzen. Wäre es denn aber jetzt nicht klug, wenn man merkt, wie sich die Probleme übereinander türmen, erst mal eine Atempause einzulegen und zu sagen, die nächsten 5 Jahre müssen wir uns um diese Integration kümmern? Ja, natürlich. Wir müssen versuchen, in den nächsten Jahren erst mal nur noch Notfälle zulassen. Was wir definitiv nicht machen können, ist das, was Frau Baerbock gesagt hat, ihr dürft alle kommen, ihr seid alle herzlich willkommen und dann ist sie weg. Was bedeutet das konkret? Grenzen dicht machen? Also im Prinzip müssen wir erstmal für eine gewisse Zeit die Grenzen dicht machen, damit wir die Menschen integrieren, die hier sind. Wir müssen uns nichts vormachen. Ich hatte das schon gesagt, die bleiben alle hier. Da geht keiner von wieder zurück, von den jungen Menschen. Und wir müssen versuchen, Integration funktioniert, das habe ich in der Praxis gelernt, nur durch Sprache. Sie brauchen Freunde. Und wenn ich sehe, die jungen Kinder aus geflüchteten Familien, die wir in unseren Einrichtungen haben, wenn die in den Archen sind, lernen die alle Deutsch. Die haben Kumpel, Freunde aus allen möglichen Nationen in Ländern. Die werden integriert, wenn wir uns kümmern. Aber die Älteren, wir müssen es einfach machen. Am besten funktioniert es, wenn natürlich, Sie haben das in einem Vorgespräch gesagt, dass Sie einen Flüchtling in Ihrer Familie hatten. Der ist dann mit Ihnen zusammen, mit Ihren Kindern aufgewachsen. So funktioniert das Ganze. Also Schule und Arbeit hat Integration geleistet. Das muss man mal ganz sagen, in den Lagern, und ich finde kein anderes Wort dafür, gehen Sie mal auf den Flughafen Tegel, da sind zurzeit 7000 Menschen, die zusammen gefährdet leben. Dann hat es auch vor kurzem gebrannt. Ja. Ich war auf dem Flughafengelände in Tempelhof jetzt in Berlin. Da wird jetzt ein zweites Barackenlager, sag ich mal, gebaut. Da wird Integration nicht funktionieren. Diese Kinder und Familien werden unserem Land alle verloren. Noch mal ganz kurz, um diesen Punkt zu konkretisieren. Sie sagen quasi null Zuwanderung für eine gewisse Zeit. Wie lange? Nein, also wir müssen ganz klar überlegen. Wir haben, und mich hat das wahnsinnig geärgert, da stellt sich ein Bundespräsident hin mit Vertretern der Wirtschaft und Gewerkschaften und sagt, wir brauchen jedes Jahr 50.000 Menschen aus dem Ausland, die bei uns arbeiten. Wir haben aber jedes Jahr 50.000 Kinder, die ohne einen Schulabschluss von der Schule gehen. Und das seit unzähligen Jahren. Wir haben in Deutschland 700.000 Wohnungen zu wenig. Ein Politiker hat das noch aufgerundet, zwischen 700.000 und 1 Million. Wir haben keine Kitas, wir haben keine Schulen, wir haben keine Kinderärzte, wir haben keine Ärzte, wir haben also keine Infrastruktur. Und wir dürfen uns nicht einen in die Tasche lügen. Und das machen wir uns. Jeder Politiker, jede Politikerin im Moment, die sich dazu äußert, lügt, wenn sie sagt, wir schaffen dieses Problem. Ralf, da ist einer sehr wütend auf die Politik. Jemand, der im Grunde genommen die Kohlen dann aus dem Feuer holt. Absolut. Der die Probleme vor Ort löst. Sieht die Politik das überhaupt, was da an der Basis brodelt? Ich habe meine Zweifel, dass das bei der Politik überhaupt ankommt. Das ist eben immer das Problem, wenn es Politikerbesuche gibt. Und das Irre ist doch, wir haben schon 2015 abgesehen und auch gewarnt, dass, wenn dieser Trend sich fortsetzt, dass das so nicht funktioniert. Es gab dann 2018 fast den Bruch mit der CSU. Auch da hat das eine Rolle gespielt. Die Politik lernt nicht und es kommt natürlich da auch nicht an. Wenn die Politik vor Ort irgendeine Migrationsunterkunft besucht, dann wird das schön vorbereitet. Dann gibt es 3 Gesprächspartner, die mühsam Deutsch sprechen und dann macht die Kanzlerin ein Selfie oder wer anders da jetzt hinkommt. Dass das vor die Wand fährt, war absehbar. Und ich war am Montag bei einer Veranstaltung bei der Union, die nun in ihrem Grundsatzprogramm etwas härter Migration begrenzen und so weiter mal wieder eingeführt haben. Und dann standen auf dem Podium mehrere migrantische Start-Upperinnen, die mit ihrem Unternehmen jetzt ganz Two Hearts ist eins, also das bringt ausländische Fachkräfte. Und das ist eine
gesellschaftliche Sphäre, die hat mit dem, was Herr Büscher jeden Tag im Alltag erlebt, überhaupt nichts zu tun. Also es mag toll sein, dass es ein paar syrische Elitenfamilien gibt, die es schaffen, ihre Kinder zu betreuen und sie dann tatsächlich zu Gründerinnen zu machen. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Und das große Problem, was die Politik nicht sieht, ist halt die illegale Migration, die kein Mensch steuert. Die deutsche Migrationspolitik ist gescheitert. Das muss man einfach so klar sagen. Die kommen über die Weißrussland-Route, sie kommen über Italien, sie werden durch die Schweiz durchgeleitet. Die Schweiz möchte die Migranten auch nicht haben und wir suchen sie nicht aus. Sie füllen prekäre Milieus immer wieder auf. Und natürlich ist in diesen Milieus, wo du zwangsläufig keine Chance hast auf sozialen Broterwerb oder soziale Integration, ist am Ende Rohheit ein Ideal, dem sich viele unterordnen. Oder aber es ist ein Gelderwerb in Shisha-Bars durch Schwarzarbeit oder Ähnliches. Das heißt, es entgleitet mehr und mehr der Steuerung. Und wir haben dann leider Politiker, die das nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Also auch in Berlin die zuständigen Senatoren. Frau Hermenau, Sie waren lange im Bundestag. Ist das so? Dass es jemand nicht hören will? Oder gar nicht so richtig wahrgenommen wird? Also oder ich habe immer ignoriert schon, wird. Ich habe es damals auch schon selber kritisiert, als ich dann nach Berlin gezogen bin, als der Bundestag 99 herkam, bin ich ja nach Kreuzberg gezogen, weil ich das ja gar nicht kannte, so heterogene Viertel, und ich wollte es gerne kennen und verstehen lernen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann öfter mal geäußert, dass ich nicht verstehen kann, wie man sich hier auf den Lorbeeren ausruht, weil man denkt, man ist so ein guter Mensch, wenn die Leute nicht einmal es nötig haben, Deutsch zu lernen. Also am Cottbuser Tor kommen sie mit Deutsch nicht weiter. Mit Türkisch schon. Und ich habe nichts gegen Zweisprachigkeit, aber die Landessprache müsste man auch sprechen dürfen. Und das habe ich dann auch mal geäußert, bin dafür mächtig gerügt worden. Ich glaube, dass Integration durch Bildung, da haben Sie recht, und auch durch Arbeit erfolgt. Dieses Argument, das jetzt vorgeschoben wird, wir brauchen Fachkräfte, ist allerdings nicht mehr zu halten. Die Wirtschaft hat selber jetzt in den letzten Umfragen gesagt, dadurch, dass so viele Arbeitnehmer freigesetzt worden sind durch die vielen Firmen, die schließen oder ihre Produktion verlegen, hat sich das Problem deutlich gemildert. Es ist noch ein Drittel der Arbeitgeber, die sagt, wir brauchen noch Fachkräfte. Dann sind das aber auch spezielle Leute mit besonderen Kenntnissen. Das sind nicht die, die hier in Massen reinströmen. Das ist ein Problem. Mhm. Man kann nicht Leute einladen, die von ihrem Bildungsstand her und von ihrem Hintergrund her gar keine großartige Möglichkeit haben, in der Industriegesellschaft auf vernünftige Art und Weise zu arbeiten und Geld zu verdienen. Man kann auch das kaum nachqualifizieren. Das ist wirklich schwer. Und vor diesem Hintergrund ist das eine wirklich schlechte Ausrede, zu sagen, wir brauchen Fachkräfte. Und dann häuft man sich die Probleme an. Und die Kinder dieser Leute, die haben es dann auch auszubaden. Alle haben es dann auszubaden. Und die Leute hier, die arbeiten gehen und die Sozialkassen einzahlen, fühlen sich auch ausgenutzt. Also es ist insgesamt eine verquere Situation, die keinen vernünftigen Zweck erfüllt. Und ich würde das gerne sehen, dass wir hier ein Moratorium haben mit der Migration und sagen, entweder diejenigen, die hier gleich eine Arbeitserlaubnis kriegen, beziehungsweise eine Blue Card, ja, natürlich, das sind die Fachkräfte, auf die wir eigentlich hoffen. Und alle anderen können jetzt einfach nicht kommen, weil wir jetzt erstmal einen Verzug, einen Nachzug in der Integration lösen müssen, damit die Stimmung hier nicht völlig kippt. Aber lass mich vielleicht mal noch einen anderen Aspekt. Bitte. Es gibt noch einen Effekt, der noch viel zu wenig im Rampenlicht steht. Und zwar Politik, die bewusst das Problem verschweigt. Ich bin mit vielen Ministerpräsidenten unterwegs und dann gibt es immer Hintergrundgespräche, aus denen man nicht zitieren sollte, wo so messerscharf die Probleme benannt werden, da wo wirklich Alarmrufe kommen. Und dann frage ich, ja, aber warum höre ich das insgesamt? Ja, wir wollen die AfD nicht stark machen. Das heißt, man verschweigt das Problem offen, auch weil man keine Lösung hat und weil es im Prinzip eine Stimmung in der Bevölkerung auslöst, die alarmistisch ist. Und das will man nicht befeuern, also redet man nicht drüber, obwohl man kein Erkenntnisproblem hat. Die Ministerpräsidenten wissen genau, was in ihren Landkreisen los ist. Und in Nordrhein-Westfalen, wenn in einer Kommune mit 18.000 Einwohnern schon das zweite Containerdorf gebaut wird, dann weiß man einfach, dass dort nichts mehr zu holen ist. Und die 7.000 in Tegel in Berlin, die finden ja keine Wohnung in Berlin. Es ist ja nicht so, dass der Berliner Wohnungsmarkt jetzt Leerstand ohne Ende hätte. Mit anderen Worten, es ist programmiert, dass die Menschen einfach entweder ewig dort bleiben und, oder aber in andere prekäre Geschichten. Aber Sie sagen, man hat ihnen Wohnung versprochen. Ne? Das ist das Interessante. Ja. Wenn man mit den Eltern spricht, mit den Jugendlichen spricht, im Land hat man ihnen Wohnungen hier versprochen. Aber der eigentlich, das Böse an der ganzen Geschichte sind wirklich, dass man sie alle intensiv zusammenfährt. Man hat jetzt in Hellersdorf in der Nachbarschaft eine Arche
einen Wohnkomplex gebaut für 900 Wohnungen. Da sind zu 100% Flüchtlingsfamilien reingekommen. Wieder ein Brennpunkt, wo man alle zusammenhängt. Ich habe beim Deutschlandfunk über Brennpunktschulen diskutiert und habe gesagt, warum gibt es die überhaupt? Warum verteilt man die Kinder nicht? Und dann hieß es offiziell zumindest während der Sendung, geht nicht, wir haben ein Gesetz, dass Kinder wohnungsnah eingeschult werden müssen. Und nach der Sendung kommt eine SPD-Politikerin zu mir und sagte, Herr Büscher, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in einer Klasse gehen? Eine SPD-Politikerin. Und sowas treibt die Wähler letztendlich in die Hände der AfD. Da kann man noch so schöne Kampagnen fahren oder Demonstrationen. Wir müssen uns um die Kinder, die hier sind, kümmern oder es endet ganz böse. Weil Sie gesagt haben, Brennpunktschulen, auch hier ein Artikel aus der Emma, der in den vergangenen Tagen erschienen ist. Gewalt gegen Lehrerinnen steigt. Weil Sie angesprochen haben, Bildung würde helfen. In den Schulen sieht es ja genauso aus. Dort werden Lehrerinnen bedroht, nicht ernst genommen. Ja. Dann diskutieren wir nur darüber, weil jemand kleine Paschas gesagt hat und nicht über das Problem, das da versucht wurde anzusprechen, weil es die AfD stärkt. Ja, ich habe zwei unterschiedliche Schulen besucht. Kürzlich rief eine Schule in Dahlem an und sagte, wir wollen der Arche eine Spende überreichen, können Sie nicht am Samstagvormittag vorbeikommen. Ich habe das gemacht, ich habe gerechnet mit 300 Euro und ich bekomme einen Scheck über 25.000 Euro. Ja. So, bei einer wirklichen Elite-Schule. Mhm. Wenn Sie auf diese Brennpunktschulen gehen, da sind Lehrerinnen und Lehrer unter Stress. Klar, weil sie 90% schwierige Kinder haben. Das kann doch dann gar nicht gut gehen. Wenn Sie auf die Toiletten gehen, es ist förmlich ekelig. Die Schulen sind schlecht ausgestattet. Und dann geht man in der Politik hier in Berlin hin und fordert, wir müssen die Brennpunktschulen besser machen. Das ist doch ein Witz. Warum schaffen wir Brennpunktschulen nicht ab? Es ist doch ganz einfach, wenn Kinder zu uns aus anderen Stadtteilen in einer Arche kommen, das zählt für ganz Deutschland, so, dann holen wir sie ab. Wir haben ein Bussystem, wir fahren an die Schulen ran, dann werden 6, 8 oder 10 Kinder eingepackt und werden in die Arche gefahren und abends wieder zu einem Sammelpunkt nach Hause gefahren. Wenn wir das machen würden, dann würde sich vieles in unserem Land ändern. Aber das Problem ist, dass viele der Politiker, wir haben sie alle in der Arche gehabt. Der Bundeskanzler war in der Arche, Ricarda Lang war in der Arche. Sie waren alle bei uns, sie haben alle fleißig zugehört. Natürlich. Und dann sind sie nach Hause gegangen und von keinem haben wir je wieder was gehört. Und das ist doch traurig. Sie fragen uns an, könnt ihr für unser Parteiprogramm ein Basismaterial schicken? Was meinen Sie, wie oft wir gefragt werden für Parteiprogramme? Wie viele Spenden erhalten Sie dann eigentlich von der Regierung? Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Mir hat ein ehemaliger Berliner Bürgermeister gesagt, wenn ihr in den Medien die Schnauze haltet, bekommt ihr auch Geld von uns. Wir bekommen keinen Cent öffentliche Gelder. Wir brauchen dieses Jahr 22 Millionen Euro, die wir durch Privatspenden einholen müssen. Im nächsten Jahr werden es rund 25 Millionen. Weil Sie in den Medien nicht, Zitat, die Fresse halten. Weil wir das, was ich jetzt hier mache, machen wir auch woanders. Wir reden natürlich darüber. Ich lebe in dieser Stadt Berlin sehr gerne. Ich bin hier aus Bonn freiwillig hingezogen und genieße diese Stadt. Aber wir müssen doch über die Probleme reden dürfen. In Düsseldorf funktioniert das, in München und Hamburg, die sogenannten reichen Städte. Aber auch in Potsdam, wenn Sie Potsdam sehen, man denkt immer an wohlhabende Personen, die dort leben, da leben 30% aller Kinder von Transferleistungen. Wenn Sie mal überlegen, die Bundesregierung spricht 2 Millionen, der Kinderschutzbund sagt 4,6 Millionen. Frau Paus hat es letztes Jahr einfach so rausgehauen, 5,6 Millionen Kinder, die vom Bürgergeld leben müssen, die verlieren wir alle. Ja, vor allen Dingen, ich denke mir, Frau Hermenau, wir haben, keine Ahnung, ich glaube 2 Millionen für toxische Männlichkeitsprogramme in Fahrradwege in Peru. Ja, ja. Ja, die bekannten Fahrradwege in Peru. Und er bekommt kein Geld, obwohl er so wichtige Arbeit leistet, einfach nur, weil er in den Medien nicht, ich zitiere Sie nochmal, die Fresse hält. Naja, also da sieht man es doch wieder. Es wird dann immer öffentlich Toleranz gepredigt. Jeder soll bitte schön super freundlich zu jedem sein, egal ob der freundlich zu einem ist oder nicht. Und dann auf der anderen Seite ist es aber eigentlich eher ein Laissez-faire. Also die ganzen Migranten können alle kommen, wir haben ein großes Herz, dann gehen die bitte da hinten in die Ecke und schmutzen nicht, dann ist alles okay. Das ist natürlich keine Toleranz. Toleranz ist ein aktives Konzept. Sie haben es ja also vorhin besprochen. Ich hatte einen jungen Jemeniten bei uns zu Hause, 1,5 Jahre. Der hat dann Deutsch gelernt am Goethe-Institut. Wir haben zu Hause weitergeübt. Mein Junge ging damals in die Schule, kam gerade in die Schule. Und da haben die sich dann immer auf Deutsch unterhalten müssen. Es ging ja gar nicht anders. Sprache und Integration kommen durch Bildung, Arbeit und Bekanntschaften. So, und dann hat er noch mal in Leipzig ein Jahr gemacht, um dann am Abitur gleichzuziehen. Und ist dann nach Aachen zum Studium für Ingenieur für Flugwesen. Läuft.
Also das, aber das ist ein Einzelfall, weil ich die Familie kannte aus dem Jemen, sonst wäre das ja gar nicht zustande gekommen. Und ich kann auch nicht erwarten, dass die Leute einfach irgendwelche fremden Leute bei sich zu Hause aufnehmen. Das ist eine Chimäre, eine Illusion. Der Punkt, den ich sehe, ist, es ist immer mehr geworden. Das muss jetzt mal aufhören. Dann eine ehrliche Analyse, was man tun muss. Da gehören solche Sachen und Fragen, die Sie aufgeworfen haben, sicherlich dazu. Und dann muss es eigentlich ein richtiges Integrationsprogramm geben. Und dann gibt es auch Forderungen an die, die es betrifft. Und wenn sie sich sozusagen an dieses Integrationsprogramm nicht halten, aus welchen Gründen auch immer, religiös, ich gebe einer Frau keine Hand, ne, hat man ja alles schon, oder andere religiöse, so, ich lasse mir von Frauen nichts sagen, oder was ist immer, Mädchen dürfen nicht schwimmen gehen, der ganze Krims, das muss alles mal geklärt werden. Ihr könnt hier leben, ihr könnt hier was werden, ihr könnt aus eurem Leben was machen, ohne Perspektive ist für junge Leute furchtbar, natürlich ist das so, aber dann gibt es auch Bedingungen, Rahmenbedingungen, und das fehlt völlig. Das ist einfach so, sie sind drin und kein Schwein interessiert es, dass sie da sind. Jetzt, das finde ich nicht in Ordnung. Wie viele der Kinder wir haben, das ist auch ein Phänomen in unseren Häusern. Ich sehe arabische Mädchen mit Schleier im Kinderbereich, also bis 12 Jahre. Im Jugendbereich sind die verschwunden. Und wenn ich dann mit unseren verantwortlichen Pädagoginnen oder Pädagogen spreche, sagen die mir, ich möchte gar nicht so deutlich drüber reden, aber wir haben Probleme mit Zwangsheiraten. Wir haben Zwangsheiraten in Deutschland? Ja, natürlich, auch in unserem Land. Da ist vieles noch absolut üblich. Und das können wir nur verändern, wenn wir darüber reden. Aber ich möchte es noch einmal sagen, wenn ein Bundespräsident hingeht und sagt, wir brauchen 50.000 Leute aus dem Ausland, der weiß doch, dass das gar nicht geht. Wo das wollen die denn? Na gut, das treibt doch die Menschen. Schloss Bellevue ist noch ein bisschen Platz. Das ist, ja, das aber da auch nicht ist genug Platz. Und der treibt doch die Wähler in die rechte Ecke. Nur, ich grübele ein bisschen noch über den ehemaligen regierenden Bürgermeister. Ich gehe mal davon aus, dass Wovereit und Diebken keine Gelder mehr vergeben, dann bleibt bloß Herr Müller übrig. Aber Sie müssen den Namen jetzt nicht nennen. Was ich noch mal anmerken wollte, dieses Argument, das macht nur die AfD stark. Das heißt übersetzt, die AfD hat recht. Denn wenn etwas die AfD befördert, dann befördert es die Ansagen, die die AfD macht. Und das kann, es heißt faktisch, die AfD hat recht. Das ist ein Armutszeugnis derjenigen, die sich immer als Demokraten aufspielen, aber meinen die AfD in einen anderen. Ist ja auch nicht nur ein deutsches Problem. Also wir kommen gleich auch später noch zu den Umfragewerten der AfD und wo sie vielleicht einen Punkt hat. Wenn ich noch einen Punkt aber, machen darf. Frau Hermenau, ich komme auch gleich zu Ihnen. Ja. Was mir in dieser ganzen Debatte komplett fehlt, ist, wie geht es den Opfern? Wir haben über diese Gewaltausschreitungen gesprochen. Wenn die von der Politik verschwiegen werden, dann geht es ja vor allen Dingen auch auf Lasten der Opfer. Naja, seit 2 Tagen kursieren ja jetzt die ganzen Statistiken mal ein bisschen ungeschönter als sonst über die Zunahme von kriminellen Fällen und natürlich überproportional viele Ausländer. Dabei ist noch nicht einmal geklärt, wer schon lange hier lebt und wer vielleicht erst vor kurzem gekommen ist. Ich glaube, da gibt es eine klare Tendenz. Wer hier schon lange lebt, hat sich zum größten Teil auch dann irgendwann integriert. Aber zumindest, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist eigentlich, wir haben dieses Problem ja nicht nur in Deutschland. Hier ist es massiv, weil wir ein hohes Sozialgeld bezahlen, wenn man ankommt. Und weil man auf der anderen Seite auch einfach, ohne irgendwie nachzugucken, reinlässt. Aber in ganz Europa hat es in den letzten Jahren überall nationale Wahlen gegeben, wo fast immer es nach rechts ging und die Migrationsfrage eine Rolle gespielt hat. Die mangelnde Integration, also das ist sozusagen die Kehrseite der Migration, die mangelnde Integration zerschießt eine vernünftige Debatte über Migration, Zuwanderungsland und so weiter. Man könnte das ganz rational diskutieren, es wäre auch vernünftig und viele Unternehmer warten auch darauf. Aber es ist so irrational geworden, dass du gar keine Zuhörer mehr kriegst, wenn du das richtig mal auf den Punkt bringen willst. Wir haben die Debatte bei uns im Land völlig verdorben. Das ist richtig schlimm. Und die Opfer? Ja, da wurde immer behauptet, ein Einzelfall. Und da wurde gar nicht groß drüber gesprochen. Oder der Name wurde gar nicht erwähnt und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich heraus, anhand dieser Statistiken, oder wenn man einfach mal ein Wochenende lang guckt, wie viele dann wieder angegriffen worden sind, manche erstochen oder angestochen oder was immer da alles kommt. Das sind keine Einzelfälle. Mhm. Das Klima im Land hat sich drastisch geändert. Wir hatten das hier auch in der Sendung schon öfter thematisiert. Ich habe das als Frau auch noch mal betont, dass ich das also schwierig finde, dass Frauen jetzt hier im öffentlichen Raum an bestimmten Stellen und zu bestimmten Tageszeiten sich einfach nicht mehr sicher fühlen können, egal was da irgendjemand da oben schwätzt. Und wir haben auch mal thematisiert, sogar Ihr Sohn ist Opfer von Gewalt geworden. Herr Büscher, stimmt es, dass Sie vorhaben, Securities vor der Ache hinzustellen? Nein, das machen wir. Wir haben jetzt verschiedentlich Lebensmittel ausgeben müssen, weil die Inflation letztendlich die Bürgergelderhöhung ja auch gefressen hat.
Und wir hatten in einer einzigen Arche 1500 Menschen vor den Archen stehen. Wir haben in den Medien darüber berichtet am Anfang. Und dann hieß es aus der Politik, na ja, wenn ihr für 60, 70 Euro Lebensmitteltüten verteilt, dann würde ich mich auch anstellen. Ein Journalist hat das gemacht, der hat sich 2,5 Stunden mit einer Mutter angestellt und hat gesagt, das macht nie jemand freiwillig. Dann mussten wir natürlich Sicherheitsleute haben, die da für Ordnung gesorgt haben. Wir hatten natürlich dann auch organisierte Gruppen dabei, die das abgreifen wollten. Aber klar, wir müssen darüber nachdenken. Wir haben zum Glück auch starke Kolleginnen und Kollegen bei uns, die mit den Jugendlichen umgehen können. Aber mir sagte jetzt gerade in Hellersdorf eine Mitarbeiterin, der Personalschlüssel ist im Moment bei Jugendlichen eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf 6 Jugendliche. Da kann man sich vorstellen, unter welch schwierigen Bedingungen dort auch gearbeitet werden muss. Ja. Es gibt sogar Brennpunktschulen, die haben schon Securities vor der Tür. Herr Büscher, noch eine letzte Frage an Sie. Eine Lösung für das Problem hat er nicht, sagte Reul, als er die Jugendkriminalitätszahlen da präsentiert hat. Da gibt es kein Wundermittel. Und das einzige Mittel, was dann eigentlich immer genannt wird, ist zum Beispiel Sozialarbeit. Wie geht es eigentlich Ihnen damit, dass ständig diese Probleme zu Ihnen abgeschoben werden? Ja, es gibt ein Wundermittel. Ein Wundermittel bedeutet, wenn wir Ihnen Schule ermöglichen, Bildung ermöglichen, wenn wir Ihnen einen Abschluss ermöglichen, wie kann es sein, dass ein Jugendlicher durchfällt, der in Biologie und in Physik eine 5 hat, schafft keinen Schulabschluss und will aber als Facharbeiter arbeiten, darf er das nicht. Und dafür schreien wir dann, wir brauchen aber dann jede Menge von woanders her. Also Bildung, Integration ist ganz wichtig. Die Kinder und Jugendlichen brauchen natürlich auch Geld. Wir haben Jugendliche, die sagen, Wolfgang, ich will mir ein Eis kaufen. Hast du mindestens 1 Euro für mich oder 2 Euro? Die haben keinen Cent auf der Tasche. Und was mache ich, wenn ich in solch einer Einrichtung lebe tagsüber? Viele gehen dann in die City. Sie können aber nicht einkaufen gehen, weil sie eben kein Geld dafür haben. Das heißt, wenn wir diese Menschen integrieren, dann werden wir auch weniger Kriminalprobleme bekommen. Also in Sachsen zum Beispiel ist jetzt eingeführt oder wird eingeführt, dass es eine Grundschule geben soll vor der Schule, damit alle auf ungefähr dem gleichen Niveau auch bei der Sprachbeherrschung überhaupt erstmal in die Schule kommen, damit es eine Möglichkeit gibt und eine Chance gibt, in der Schule mitzukommen. Wenn das nicht gemacht wird, wenn die Sprache nicht klargezogen wird, bevor die Kinder in die Schule kommen, haben wir ein Problem. Mhm. Mehr Lösungsansätze und noch viel mehr Probleme zu diesem Thema gibt es in Ihrem Buch, das Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Bernd Zickelko geschrieben haben. Es heißt, das Verbrechen an unseren Kindern ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Also wer Interesse hat, gerne sich besorgen. Absolute Kaufempfehlung meinerseits. Und wir machen weiter mit der Ministerin, die eigentlich für Kriminalität auf Bundesebene zuständig wäre, nämlich Innenministerin Nancy Faeser. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki kritisiert Sie und Ihre Pläne im vermeintlichen Kampf gegen Hass bei Schüler. Fragen, was ist? Und da hören wir mal rein. Ich halte Sie bei dem, was Sie da sagt, für eine größere Gefahr für unsere Demokratie als diejenigen, die Sie damit meint. Und zwar deshalb, weil es Aufgabe der Bundesinnenministerin ist, den Meinungsdiskurs nicht zu verengen, sondern ihn entsprechend Artikel 5 unseres Grundgesetzes offen zu halten. Ralf, worauf hat der Gute da angespielt bei dem Interview? Es gab eine relativ spektakuläre Pressekonferenz von Frau Faeser gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Herrn Haldenwang, und dem Chef des Bundeskriminalamts, der allerdings sich sehr, sehr zurückgehalten hat und, wie ich weiß, erst am Vortag davon erfahren hat, dass er da auf die Bühne gezerrt werden sollte und sich eigentlich da gar nicht hinsetzen wollte. Aber das sind Randgeschichten. Und Frau Faeser hat da gesagt, also sie wolle jetzt jeden Stein umdrehen, um Rechtsradikale zu verfolgen. Und wer den Staat verhöhnt, der wird die Härte des Staates zu spüren bekommen. Und da sagt natürlich ein Jurist, aber eigentlich auch jemand mit gesundem Menschenverstand und demokratischen Gepflogenheiten, den Staat zu verhöhnen, das ist mein gutes Recht. Mhm. Also dafür haben wir keine Hoheiten mehr, die wir vor dem dienen müssen. Und das hat einen sehr unguten Nachgeschmack. Der Haldenwang, der Chef des Bundesverfassungsschutzes, hat sich dann auch noch hingesetzt und hat gesagt, ja, es gäbe da Verschiebungen im mentalen Bereich und in der Wortwahl. Und man wolle ein Früherkennungs-, ein Frühwarnsystem
einführen. Und dann fragt man sich natürlich, wenn man in Rechnung stellt, was wir jetzt schon machen, wie früh möchte er denn einsetzen? Und bei mentalen Verschiebungen hinter die Stirn kann er nicht gucken oder wissen wir irgendwas nicht. Das hatte schon einen sehr seltsamen Geschmack, was da aufgeführt wurde. Und da hat Kubicki sehr zu Recht und heftig dagegen geschossen. Die Frage ist immer, das habe ich ihn dann auch gefragt im Gespräch, was folgt eigentlich aus Ihrer Kritik? Ja, er sagt das so laut und er wird zum Beispiel das Demokratiefördergesetz nicht mit zustimmen. Aber ob da 3 Stimmen fehlen, das macht es alles nicht. Am Ende verrauscht das und die Öffentlichkeit nimmt es kurz zur Kenntnis, aber ändern tut sich nicht. Genauso wie bei der Migration im Übrigen, was Frau Faeser da bisher beschlossen hat, war völlig wirkungslos. Wir haben letztes Jahr 330.000 Zuzug gehabt plus 1 Million Ukrainer und wir werden in diesem Jahr ähnliche Quoten haben. Das ist halt immer das Problem. Man kann Wahrheiten aussprechen, aber ich merke auch an den Kommentaren zu diesem wirklich sehr klaren und sehr harten Interview von Kubicki, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, diese Erkenntnis und die klaren Worte hinzunehmen, sondern sie sind einfach dessen überdrüssig, dass sich hinterher nichts ändert. Frau Hermenau, können Sie diese Kritik nachvollziehen? Sehr. Also Herr Kubicki hat sich die Frau Faeser ja schon öfter mal vorgenommen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er Kritik an ihrer Arbeit übt. Das muss auch irgendwie persönlich zündeln. Aber unabhängig davon, Herr Kubicki hat sich das zur Gewohnheit gemacht, immer noch mal so ein bisschen den liberalen Rebellen in der FDP zu geben. Da kommt er in regelmäßigen Abständen mit ein paar Sätzen rum, die alle anderen nämlich richtig finden, zum Beispiel, wie, dass der Kampf gegen rechts nicht der Kampf gegen das Recht sein soll. Ne? Das war so ein Satz, der fand ich ja interessant. Das denken viele Menschen, aber es hat eben keine Konsequenzen. Es wird nicht geändert und das ist genau das Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass Menschen wie Herr Kubicki auf Dauer nicht mehr weiter ernst genommen werden. Die Leute haben einen Lakonometer, die werden lakonischer und sagen, ach ja, der wieder oder so. Also das, ich glaube, dass das alles zur Abstumpfung führt. Und dann sagen sich die Leute, dann machen wir jetzt ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende und sind am Überlegen, was sie das für das Richtige halten. Und derweil wird aber weiter sowas wie dieses Demokratieförderungsgesetz, es ist echt, fällt mir echt schwer, das auszusprechen, weil ich das Murks finde, ja, weiter verfolgt und umgesetzt. Und das ist also schlimm. Wir haben ja jetzt schon die ersten Ausschläge gespürt. Ne? Also das ist ja eigentlich ein Gesetz, das nicht irgendwas regelt, was im Recht niedergelegt ist, sondern wird ja das geregelt, was unterhalb des Rechtes ist. Was, wo sind wir denn? Ein Rechtsstaat wird nichts verunglimpfen oder vielleicht mit Polizei bewehren oder was immer, was nicht gegen das Recht. Ja. Also ich verstehe gar unterhalb nicht. Der unterhalb der Strafbarkeit. Das heißt im Prinzip ein Maulkorb. Das heißt Schnauze halten. Ja, das ist doch das, was dahinter steckt. Ich finde das unglaublich. Also was erlauben Faeser? Und ich meine, ich will nicht immer diese DDR-Vergleiche bemühen, weil am Ende DDR doch noch ein ganz anderes Kaliber war als Frau Faeser. Aber eins muss ich schon sagen, wenn jetzt Leute wieder hinter vorgehalten haben, naja, darfst du nicht mal öffentlich sagen, ich sag's immer ganz im Vertrauen, aber außerhalb des Protokolls, ja, wo leben wir denn? Also wir hatten damals, das sag ich jetzt mal als jemand, der mit Begeisterung dann auch auf der Straße war, 89, gedacht, ey, jetzt geht's los, jetzt ist alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, erlaubt, wir werden kreativ, jetzt geht's rund. Und jetzt kommen wir hier an. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache ja viele Interviews auch mit hochrangigen Politikern, wenn man mal die Reihe durchguckt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt viele davon, die mir hinterher, wenn die Kameras und die Mikrofone aus sind, dann sagen, wissen Sie, also meine Frau geht aber nachts natürlich nicht durch den Schlosspark. Na klar. Ja, ich sage, das ist ja prima, das hätten wir vielleicht vorher. Nein, kann man ja jetzt nicht, macht ja bloß die AfD stark und was weiß ich, was da was für Argumente kommen. Aber wir sind zum Land der gesenkten Stimme geworden. Das, also ja. Es ist ein Geraune. Und wenn selbst in der Politik die Gestaltung dieser Verhältnisse in ihren Händen hätte, wenn da selbst ein Duckmäusertum eingezogen ist oder ein Wegducken, dann ist irgendwo ein Alarmsignal. Und dann kommen solche Leute wie Frau Faeser um die Ecke, die vermeintlich die Demokratie fördern wollen. Demokratie würde bedeuten, zu jeder veritablen Meinung gehört ein Widerspruch. Dann müsste sie aber auch wirklich den Widerspruch zu allem fördern. Das macht sie natürlich nicht. Nee. Sondern sie fördert natürlich nur das, was sie im Meinungskorridor für angenehm und im linksliberalen Bereich es wird völlig der verengt. Sie haben recht, das wird völlig verengt. Also so ein bisschen l'état, c'est nous, ne? Wir sind der Staat. Ja, also und das ist eine Überhöhung dieser Regierung. Es ist eine Verwechslung. Sie alleine ist nicht der Staat. Absolut, nicht, absolut. Ja. Und wenn ich beispielsweise fördere, dass man Toleranz gegenüber Migranten haben will, dann gehört zur Demokratie
Demokratie auch, dass jemand sagt, nein, ich möchte keine Migration. Wenn ich Offenheit haben möchte für eine bunte Gesellschaft, dann ist es absolut zulässig, dass es jemanden gibt, der sagt, nein, ich möchte gar nicht, dass sich mein Land verändert. Ich möchte das so haben. Das kann man blöd finden, aber es ist zulässig und das gehört einfach zur Meinungsauseinandersetzung dazu und das wird eben gerade nicht gefördert. Also eigentlich ist es ein Gesetz zur Indoktrination, wenn man es hart sagt. Herr Büscher, einfach mal die Meinung für sich behalten. Es kommt mir bekannt vor aus dem ersten Teil, wo Sie gehört haben von einem Politiker. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie diese Diskussion rund um Nancy Faeser verfolgen? Ja, auch Nancy Faeser hat uns besucht. Auch wir haben versucht, ihr deutlich zu machen, unter welchen bestimmten Bedingungen bei uns viele Kinder, auch deutsche Kinder übrigens, die schon lange hier leben müssen. Aber das alles hat wenig gebracht. Es hat nichts genutzt. Also die Medien berichten über... Hat sie sich interessiert für ihre Themen, ihrer Meinung nach? Nicht wirklich. Also das allerschlimmste Beispiel war, als Lisa Paus bei uns war. Die ist durchs Haus gelaufen und hat dann als ersten Satz den Gründer der Arche angesprochen. Wie viele Gottesdienste lesen Sie denn so in der Woche? Also eine vollkommen planlose Frage. Sie hat sich nicht über die Kinder informiert. Sie hat nicht mit Kindern gesprochen. Sie wollte ein paar Fotos machen für ihre PR-Zwecke. Die Medien schreiben ja inzwischen und zeigen jeden Tag die Problematik, die wir in unserem Land haben. In der Politik ist dieses Thema nicht angekommen. Schauen Sie doch mal, ich habe kürzlich FDP-Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete gefragt, können Sie mir nennen, welche Politikerinnen und Politiker in der Kinderkommission sind? Da fragte ein junger FDP an, sowas gibt es? Also das heißt, man sagt in intern diese Kinder oder die Politiker, die woanders keinen vernünftigen Ausschussplatz bekommen, die gehen dann in die Kinderkommission. Bernd Siegelko, der Gründer der ARK, ist heute Nachmittag im Bundestag und spricht mit Politikern über die Situation der Kinder hier. Ob das was bringt, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich bin ein positiv denkender Mensch, aber ich glaube nicht. Also ich halte noch mal fest, Lisa Paus hat sich nicht für die Kinder interessiert, obwohl sie die Familienministerin ist. Die setzt sich aktuell sehr für das Demokratiefördergesetz ein. Da werden verschiedene Non-Government-Organisationen, also nicht Regierungsorganisationen, subventioniert, um demokratiefördernde Arbeit zu leisten. Da würden Sie ja eigentlich auch drin reinfallen. Nein, also wir haben es inzwischen aufgegeben. Wir sind einfach zu laut. Wir sprechen die Probleme und die Dinge an. Das kann ich inzwischen wirklich sagen. Das will man nicht hören. Ich war ganz, ganz, ganz lustig vor einigen Monaten in einer Talkshow mit Jörg Pilawa und der hat versucht, Politiker einzuladen. Es war jemand von der Tafel da und ich von der Arche. Er hat 23 Absagen bekommen. Alle haben gesagt, wir wollen nicht mit den Praktikern diskutieren, weil die ja aus der Praxis erzählen können, wie es in der Tat aussieht. Und das spricht doch Bände. Und wie geht es Ihnen dann damit, wenn Sie hören, das neue Demokratiefördergesetz und allein, dass Sie dieses Jahr ausgeschüttet werden sollen, so ca. 180 Millionen Euro? Das sind alles Theorien. Unsere Kinder brauchen, es heißt ja immer, Kinder sind Zukunft. Aber in erster Linie sind Kinder Gegenwart und die brauchen heute Hilfe. Es nützt nichts, wenn ein Politiker sagt, wir wollen in den nächsten zwei Legislaturperioden das und das machen. Wir müssen jetzt helfen, wir müssen heute helfen. Und da sehe ich inzwischen schwarz. Also wir rechnen als Arche, als NGO, die fast 10.000 Kinder in unseren Einrichtungen hat. Und wir bekommen kaum, in einer Kommune gibt es mal, dass sie die Miete bezahlen für ein Haus. Da bin ich dann schon entsetzt. Denn wir lösen ja, oder wir versuchen, die Probleme zu lösen, die die Politik erstmal macht. Aber dann ist es ja ein Demokratieeinschränkungsgesetz. Dann werden aus Nichtregierungsorganisationen Regierungsorganisationen, weil sie subventioniert werden. Das ist die eine Seite. Und es ist ein Demokratieeinschränkungsgesetz, weil sich da um einen bestimmten Teilaspekt der Gesellschaft gekümmert wird, der eben dann vielleicht der SPD und den Grünen zu Pass kommt oder denen in den Kram passt. Ich bleibe dabei, das ist eine völlige Überhöhung der eigenen Milieus und der eigenen Ansichten. Und das geht wirklich an den Bedürfnissen der gesamten Gesellschaft vorbei. Das Frustrierende daran ist ja auch, dass man einfach merkt, dass es in bestimmte Politikerköpfe schlichtweg nicht reingeht. Es gibt spektakuläre Szenen der schleswig-holsteinischen Integrationsministerin Aminata Touré bei Markus Lanz, wo Markus Lanz dann die eigentlich naheliegende Frage stellt, was machen Sie denn, wenn die Kapazitäten für die Aufnahme erreicht sind? Da sagt sie, lassen Sie mich zunächst, also, Lanz, was machen Sie, wenn die Kapazitäten erschöpft sind? Wissen Sie, das ist jetzt gar nichts, was ich jetzt so thematisieren möchte. Was machen Sie, wenn die Kapazität... Und man merkt einfach, sie denkt, dass es darf nicht vorkommen.
Und ähnliche Szenen gab es auch mit Ricarda Lang bei Anne Will mit einer ähnlichen Frage dreimal wiederholt. Und es prallt komplett ab, weil Migration etwas Gutes ist und wir lassen uns nicht so AfD-nah irgendwie reinreden. Man müsste Migration begrenzen, dann sind wir ja schon auf halbem Weg nach rechts. Also man merkt, dass es eine Schranke gibt, eine Brandmauer gegen die Realität in den Köpfen. Eigentlich eine Amputation von Intelligenz, ne? Wenn man sagt, bestimmte Dinge darf ich nicht denken, weil ein anderer auch denkt. Ist da noch was anderes dahinter bei den Grünen? Wenn die sich so streiten? Naja, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, weil mich auch mal viele fragen und meinen, ich müsste das wissen. Ich weiß das ja auch nicht so genau, wie die anderen denken. Aber der Punkt, mir eingefallen ist folgender. Gerade die Grünen müssten jetzt in sehr vielen Bereichen zugeben, dass sie sich in grundlegenden Fragen wirklich geirrt haben. Ich will nicht mal sagen, getäuscht und andere getäuscht, geirrt haben. Das ist bei der Integrationsfrage, die offen geblieben ist, bei der Migrationsfrage der Fall. Das ist bei der Energiefrage der Fall, wo eben dann die Frage der Kraftwerkskapazitäten für das Backup-System nicht geklärt ist. Das ist in einigen anderen Bereichen auch der Fall. Das würde für viele von den Grünen, die jetzt über 50 sind, bedeuten, sie hätten einen Großteil ihres schöpferischen Lebens eine Ideen geopfert, die nicht funktionieren. Ich kenne das noch, als die Partei, die SED, dann sozusagen überging in die PDS. Da haben sich auch erstmal alle die Sinnfrage stellen müssen, ob sie denn ihr Leben vergeudet haben, eine völlige Illusion. Ich glaube, dass es für Menschen in einem bestimmten Alter außerordentlich schwer ist, von Ideen, über die sie jahrzehntelang immer schwadroniert und vielleicht auch sogar gekämpft haben, loszulassen. Und da wir jetzt irgendwie nicht ein betreutes grünes Therapiezentrum aufmachen können, muss man sich überlegen, wie man die Grünen politisch stellt. Ich glaube auch, dass bei der SPD übrigens etwas Ähnliches vorliegt. Ich würde es gar nicht mal auf die Grünen begrenzen. Und dieses Einspinnen in einen Kokon, die Welt ist so, wie ich sie mir vorgestellt habe, oder sie ist gar nicht, ja, klingt ein bisschen nach Schopenhauer. Aber das ist eine Situation, die dazu führt, dass der Kommunikationsfaden zwischen der Regierung und der Bevölkerung abgerissen ist. Und es wird sogar noch schlimmer, die Bevölkerung merkt es auch noch und reagiert, zum Beispiel mit Wahlverhalten, das dann Rot-Grün nicht passt, aber so ist die Lage. Aber die Grünen merken es doch auch. Die lesen ja auch die Umfragewerte. Naja, die versuchen halten aber trotzdem jetzt fest, was die Absicht. Na, die versuchen jetzt ihre Leute, ihre Stammwähler zu halten, indem sie an den Ideen festhalten. Ist ja schlimm genug, dass sie jetzt so kriegslüstern geworden sind. Hat ja auch wieder einen Teil der Leute vertrieben, die Grüne sind. Mhm. Also die versuchen jetzt, glaube ich, ihre Kernklientel zu halten. Die geben alles wieder her, was sie sozusagen aus anderen Milieus, die dann mal erwogen haben, ich kann auch mal die Grünen wählen, geholt haben. Und die Kernklientel ist hart drauf, das kann ich Ihnen sagen. Und deswegen glaube ich, dass da kein Segen drauf liegt auf Dauer, wenn die Grünen hier mitregieren. Die Strategen in der Union beispielsweise gehen davon aus, dass die beiden Pole, zwischen denen die Union am ehesten zerrieben wird, die AfD ist, weil sie ganz klar Anti-Politikwechsel und gegen die etablierte Politik sich und die Grünen, die auf Bundesebene im Osten sind die Grünen pulverisiert, da weiß man gar nicht, ob sie wieder reinkommen in die Landtage. Auf bundesweit hängen sie bei etwa 10-12%, trotz extremer Unbeliebtheit. Und das hängt damit zusammen, dass es einen Ideologiebestand gibt, der gewissermaßen fest betoniert in bestimmten Milieus ist und die wählen halt Grünen. Es gibt doch eine ganze Menge von Menschen, die davon leben, dass es die Ideen, die die Grünen sozusagen entwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte, dass die umgesetzt werden mit Steuergeld und die anderen dann nicht bekommen. Wo man also sagen kann, da haben sich ganze Milieus und Beschäftigungsbilder herausgebildet, Berufsbilder, die vielleicht in Notzeiten jetzt nicht an erster Stelle stehen müssten. Ich lasse das mal ganz vorsichtig formuliert stehen. Und da leben ganz viele Menschen davon. Absolut. Und dann hat man natürlich noch die ganzen Theoretiker in einem bestimmten Bereich der Akademiker, die eben immer noch dem Thomas Morus nachhängen, obwohl regelmäßig in Abständen alle sozialistischen Ideen baden gehen. Du hast die Ostzahlen angesprochen. Wir schauen sie uns mal an. Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. Werfen wir da mal einen Blick auf die Umfragewerte. Hier haben wir Sachsen. CDU 30%, AfD 34%, Die Linke 5%, Grüne 5%, SPD 6%, also auch nicht sicher, ob die reinkommen. FDP 2%, Freie Wähler 3%, Bündnis Sarah Wagenknecht 11%. Und Frau Hermenau, wenn ich mir das genau anschaue, da wird es wahrscheinlich 2-3 raushauen, ja, die ich jetzt auch so bei 5% das denke ich auch sind. Dann bleibt übrig eventuell also, nur CDU
Bündnis Sahra Wagenknecht und AfD, da wird ja eine Koalition möglich, die gab es bis dato noch nicht in Deutschland. Naja, also die Frau Wagenknecht hat ja bereits Herrn Kretschmer angeboten, dass sie bereit wäre, mit ihrem Bündnis Sahra Wagenknecht mit der CDU in Sachsen zu koalieren. Ich bin mir nicht sicher, so, ich kenne viele Leute aus der CDU in Sachsen, dass die Sächsische Union das cool findet. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Das war immer auch ein Teil davon jedenfalls, die klar wussten, mit den Kommunisten fangen wir nichts mehr an. Das wird also intern sicherlich für Probleme sorgen. Ich glaube auch, dass eine Reihe von CDU-Wählern sich sagen, ne, das wollen wir nun aber auch nicht. Und dann ist im Prinzip die CDU jetzt zusammen mit den Wählern, die noch nicht so richtig wissen, wen sie wählen sollen, zwischen Sküller und Charybdis sozusagen aus der Sicht der Mitte. Und könnten Sie sich Sahra Wagenknecht und die AfD vorstellen? Sahra Wagenknecht will ja in Berlin bleiben, die will ja nicht nach Sachsen kommen. Ja, aber ihre Partei, die heißt halt Bündnis Sahra Wagenknecht, Entschuldigung. Man kriegt dann die Frau Zimmermann. Ich glaube, wenn dann im Wahlkampf öfter die Auftritte kommen, wird sich das auch noch mal ein bisschen schütteln. Was man sieht, ist, dass eine Frau Wagenknecht ein Talent, ein politisches Talent ist ohne eine vernünftige Partei. Die Linke kippt gleich runter auf 5%. Was man auch sieht, ist, dass die Ampelparteien in Sachsen keinen guten Ruf haben. Ich sage das mal ganz freundlich. Und dass da auch wenig Leute da sind, die wählen wollen. Nun hat Sachsen den Unterschied zu Thüringen zwei Großstädte, Leipzig und Dresden. Und in Chemnitz ist auch schon ein bisschen so Milieubildung. Da gibt es ein grünes Kernmilieu. Ob das trägt, hängt von der Höhe der Wahlbeteiligung ab. Wenn im ländlichen Raum alle sagen, jetzt muss hier mal irgendwie ein Ende mit Schrecken herrschen, ein Schrecken ohne Ende, dann kann die Wahlbeteiligung durchaus so hoch gehen, dass die Grünen, die SPD und auch die Linke rausfliegen. Dann kommen wirklich nur AfD, CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht rein. Und dann ist ja ganz viel bei Sonstiges. Wenn die alle unter 5% bleiben, dann geht dieser Pfeiler ja immer höher, immer höher. Die gehen da alle zu Sonstiges rein. Wenn das dann bei 20% ist, die man erstmal abziehen muss, dann würde es einer AfD in Sachsen ja reichen, mit 40% oder 41% alleine zu regieren. Und das werden die im Wahlkampf auch vertreten. Sagen, wir brauchen hier überhaupt keine Diskussion über die Brandmauer, ist völlig irrelevant. Wählt uns und wir regeln das. So wird der Wahlkampf ablaufen. Frau Hermenau hat ein Bündnis CDU und Sahra Wagenknecht in den Raum gestellt. Kannst du dir das vorstellen? Du hast ja recht gute Drähte zur CDU. Also Sahra Wagenknecht hat das schon mal angedeutet. Ja. Die Union hält sich da sehr, sehr bedeckt. Ich bin nicht sicher, ob es dem Bündnis Wagenknecht gut tut, wenn sie diese Option noch häufiger öffentlich thematisiert, weil eigentlich erkennt man ja zwei große Trends. Einmal, dass die Ampelparteien in den Bundesländern pulverisiert werden. Das andere ist, dass Bewegungen aufstreben, inklusive AfD, die massiv im Gegensatz zur etablierten Politik stehen. Und Sahra Wagenknecht noch, die Maaßen-Partei Werteunion schafft es bis jetzt. Liegt bei beiden irgendwie auf 1%. Bei 1% irgendwie sowas. Aber Wagenknecht und AfD sind ja die Gegenspieler des etablierten Politikbetriebs. Und die Wähler, die jetzt sagen, ja, Wagenknecht ist AfD nur in nett, die könnten sich dann abwenden, weil sie sagen, also mit der Union wieder, dann heben wir ja wieder das, was wir schon kannten und was wir abstrafen wollten auf ein Schild. Also das, glaube ich, wird ihr nicht bekommen. Aber der Machtwille von Sahra Wagenknecht und die taktische Raffinesse, die sie durchaus gemein hat mit ihrem Ehemann Lafontaine, die darf man nicht unterschätzen. Und Sahra Wagenknecht würde ich es zutrauen, beispielsweise eine AfD-Regierung zu tolerieren, um einfach zu zeigen, wir sind dagegen. Wir sind zum Beispiel bei der Russlandpolitik gibt es Überschneidungen, bei der Migrationspolitik gibt es Überschneidungen. Es gibt sogar eine Sozialpolitik Überschneidung zur AfD. Die AfD hat in Teilen sehr sozialistisches Sozialprogramm. Wobei die Russlandpolitik wird nicht auf Landesebene entschieden. Nein, aber das ist jetzt so war man, ja, das Milieu jetzt war man sehr theoretisch. Da ist ja auch der Herr Kretschmer auch engagiert in dem Thema. Das ist ja nicht ganz konträr. Jetzt war man sehr theoretisch unterwegs. Herr Büscher, wir sehen, wie die Ränder deutlich stärker werden auf beiden Seiten und so gewisse Protestparteien oder zumindest nicht die Ampel und nicht die Union, die auch lange regiert hat. Können Sie nachvollziehen, dass die Leute so wählen? Ja, natürlich. Wir haben neulich mal untersuchen lassen in der Arche, wir haben ca. 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon könnten, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, 1 Million Menschen arbeiten gehen. Wir müssen darüber nachdenken, ob man sie auch nicht animiert, das zu tun. Wir können uns diese enormen Summen, man hat ausgerechnet, dass 30 Milliarden Euro jährlich eingespart werden, wenn 1 Million Leute mehr in Lohn und Brot kommen. Wir machen in unseren Häusern die Erfahrung, Menschen wollen ja Perspektive und Würde vermittelt haben. Richtig. Und das bekomme ich auch,
wenn ich dazugehöre, wenn ich arbeite. Man muss über strenge Sanktionen nachdenken. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen, wenn wir dann 5,5 bis 6 Millionen Bürgergeldempfänger haben, wenn immer mehr Menschen zu uns kommen, die es nicht schaffen, die wir nicht integrieren, um zu arbeiten. Mir haben jetzt FDP-Bundestagsabgeordnete gesagt, in Dresden, da war ein Kongress der FDP, eine Arbeitssitzung, und die kamen mit versteinerten Gesichtern in die Arche und haben gesagt, wir haben intern darüber diskutiert, dass unser Sozialsystem das im Jahre 2030 nicht mehr schaffen wird. Ja. Wir schaffen das definitiv nicht. Bei mehr Rentnern und mehr Bürgergeldempfängern müssen wir den Mut haben, Menschen, die nicht arbeiten wollen und das mehrfach ablehnen. Und das sind nicht, wie der Generalsekretär der SPD sagt, einige wenige tausend Leute. Man schätze, sind 1 Million Leute. Dann muss man sagen, ihr bekommt keinen Cent mehr. Ja. Ihr bekommt auch mehr Geld, kein Geld mehr für Wohnungen. Wir müssen die Menschen animieren zu tun. Unser finanzielles System wird ansonsten zusammenbrechen. Herr Büscher, ich möchte noch mal auf die Zahlen in Sachsen kommen. Die Politiktheoretiker würden sagen, da ist eine Pattsituation, weil die Union kann eigentlich nicht mit der Linkspartei, da gibt es einen Ausschluss. Sarah Wagenknecht fällt da eigentlich auch so ein bisschen rein. Zur AfD gibt es auch eine Brandmauer. Sarah Wagenknecht will auch nicht mit der AfD, zumindest hat sie schon mal gesagt. Wie kommt es bei Ihnen an, dass die mehr über Brandmauern reden als über die angesprochene Politik? Ja, wir machen bei uns in den Häusern, gerade auch in Sachsen, die Erfahrung, aber auch in den Berliner Häusern, dass die Menschen, die vergessen worden sind, AfD wählen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben linke Politikerinnen, wir haben den Wahlkreis in Berlin-Hellersdorf, hat Petra Pau, die hat mir immer versucht, deutlich zu machen, dass das ein Wählerklientel ist für die Linkspartei. Definitiv nicht. Sie wählen AfD. Ich war vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, sollte ich ein Referat halten vom Landeskongress der Berliner Jungsozialisten. So, ich saß da vor sehr vielen jungen Menschen und konnte über Kinderarmut, über Armut reden. Alle hörten auch zu. Dann wurden Arbeitskreise gebildet. Einer fürs Gendern, einer für Feminismus, einer fürs Klima und einer für Kinderarmut. Der für Gendern hatte über 60 Teilnehmer, ich hatte 5. Das heißt also, ich habe versucht, den Jungsozialisten deutlich zu machen, das kann euer Klientel sein, wenn ihr euch um diese Menschen kümmert. Es geht um Millionen von Menschen. Es hat dort niemand interessiert. Wie viele Leute mit Migrationshintergrund wählen da eigentlich die AfD? Ein Phänomen, das ich zum Beispiel aus Österreich kenne, dass sehr viele mit Migrationshintergrund die FPÖ gewählt haben. Ja, wir hören von unseren, gerade bei den jüngeren Leuten, die wir von den geflüchteten Leuten hören, was die wünschen, ist eine klare Meinung, eine klare Ansage. Ja. Das zählt in der Religion. Ich habe mal, wir haben eine Mitarbeiterin in einer Arche, die ist lesbisch und die wollte eine Leiterin und die wollte dann die Regenbogenfahne im Fenster aufhängen. Und da haben wir dann intern diskutieren müssen, können wir uns das leisten, kommen dann noch die arabischen Kinder und Jugendlichen zu uns in der Einrichtung. Das heißt, mir sagen die jungen Menschen, wir wollen eine Meinung, wir diskutieren. Wir sind eine christliche Organisation und wir trauen uns manchmal nicht, mit christlichen Werten an die jungen Leute ranzugehen. Aber sie erzählen uns, mir sagte jetzt ein Junge, er sagt, das geht den anderen auch so, ich habe vor 2 Dingen Angst. Und dann habe ich ihn gefragt, vor was denn? Sagt er, vor meinem Papa und vor Allah. Und das heißt, sie reden über ihren Glauben, sie beten letztendlich auch, wenn sie in den Einrichtungen sind. Aber wir trauen uns nicht, Kante zu zeigen. Und das ist ganz wichtig. Da müssen wir uns inzwischen Gedanken machen, wenn wir so weitermachen. Also weiß ich nicht, wo es endet. Haben Sie die Fahne dann aufgestellt? Wir haben die Fahne noch nicht aufgehängt. Also wir diskutieren. Ich weiß, das ist nicht gut. Wir müssen Flagge zeigen. Wir müssen zu unserem, sag ich mal, auch christlichen Werten stehen. Es ist eine ganz schwierige Situation, weil wenn wir uns nicht um diese Kinder kümmern, wer macht es denn dann? Aber es ist eigentlich, ich wundere mich immer, warum ein Thema, was etwa 2% der Bevölkerung betrifft, warum das auf Fahnen, auf dem Reichstag und im ganzen Land. Okay. Okay. Also warum muss die Sexualität irgendwie zu einer Schaufensterveranstaltung gemacht werden? Es kann jeder machen, was er will. Das würde ich aber dann auch einfordern. Also es darf dann niemand irgendwie diskriminiert werden oder sonst wie ausgeschlossen. Aber ich muss doch nicht Fahnen schwenken, um meinen Lebensentwurf
irgendwie dort publik zu machen. Aber nochmal zurück zu den AfD-Wählern. Also ich habe jetzt schon eine ganze Reihe von Gesprächen auch in Sachsen erlebt, wo Zuwanderer, die schon sehr lange da sind, zum Teil schon seit 20, 30 Jahren, zu mir sagen, also ich muss hier wahrscheinlich mal AfD wählen, damit es wieder in der Integrationsfrage vorangeht. Es kann ja nicht sein, wir haben alle hier unseren Weg mit Härte gemacht und noch eine Ausbildung gemacht, bum, 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 wir zahlen unsere Steuern und ihr lasst jetzt hier, das sagen Sie dann, nicht ich, ihr lasst jetzt hier die Zweit- und Drittgeborenen rein, die schon zu Hause kriminell waren, mit Drogen gedealt haben, die kommen ja her, lassen sich gesundheitlich versorgen, neues Gebiss einbauen und dealen eine ganze Weile, bis dann irgendwann doch vielleicht mal ausgewiesen werden. Also dafür legen wir uns hier nicht ins Zeug. Die sagen das noch deutlicher als die Deutschstämmigen, die sagen, also es kann ja nicht sein, ich arbeite und dann geht das Geld da raus. Also da tut sich auch was. Man soll nicht denken, das ist ein Irrglaube von Rot-Grün in meinen Augen, dass alle Zuwanderer automatisch Rot-Grün lieben, weil sie nicht über Migration sprechen. Das ist ein Irrtum. Es muss auch funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht viel wert. Bekommt denn das die Parteien in Berlin mit? Im Parteizentralen? Ich glaube, dass die Weltbilder eigentlich zu fest zementiert sind, um das wirklich noch korrigieren zu können. Mir hat letztens auch ein türkischer Taxifahrer gesagt, er habe schon seine Eigentumswohnung in Istanbul, er geht zurück in fließendem Deutsch und nach 40 Jahren in Deutschland. Wow. Aber die Zustände in diesem Lande, die erträgt er nicht mehr und das will er so auch nicht. Und bis hin zum Taxigewerbe, wo irgendwelche Großfamilien die Strippen ziehen und er dort als alter, eingesessener türkischer Taxifahrer keinen Fuß mehr auf die Erde kriegt. Aber das Problem in der Politik ist tatsächlich, dass man sich nicht eingestehen kann, dass man da gescheitert ist. Und dann kommt natürlich hinzu, die Realisten wissen, dass sie es nicht lösen können. Sie müssten Schritte ergreifen, die sie nicht ergreifen können oder wollen. Und am Ende strecken dann alle die Waffen. Das ist eben so ein Demokratieversagen, weil Demokratie nicht liefern kann. Also die Politik redet darüber, wir müssten Migration begrenzen, sie haben aber keine Mittel dazu. Sie müssten die Binnengrenzen kontrollieren und sie müssten natürlich die Außengrenzen, darüber reden wir seit spätestens 2015, aber eigentlich auch schon davor, die Außengrenzen der EU müssten gesichert werden. Wir wissen im Augenblick nicht mal, wer sich in der EU befindet. Es gibt kein Einreiseregister. Also in Amerika, wenn du einreist, musst du einen Zettel ausfüllen, die wissen, wer drin ist. Und wenn du dich daneben benimmst, wissen die, wo du eingereist bist und sie wissen, wo sie dich finden. In Europa verschwindest du schlichtweg auf dem Kontinent, wenn du da bist. Und die Politik liefert nicht. Sie kündigt an, sie liefert nicht bei Digitalisierung, sie liefert nicht bei Migration, sie liefert nicht bei der Infrastruktur. Ja. Und dass da irgendwann ein Frust sich kumuliert und sagt, ja, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Also das Einzige, was ihr könnt, ist mir die Steuern abziehen, aber alles andere funktioniert nicht. Bei Steuern und Abgaben haben wir jetzt Belgien überrundet. Ne? Wir sind jetzt wirklich das Land mit der höchsten Steuern und Abgaben. Ja, das ist doch mal was. Also absurd, ja. Wie das in der Praxis aussieht. Kürzlich hat im letzten Sommer war das, der Chef eines großen arabischen Clans hat Geburtstag gefeiert in einem Park und hat Jugendliche eingeladen, dorthin zu kommen. Sie bekommen einen kostenlosen Döner und kostenlos was zu trinken. Die Jugendbereiche an diesem Tag in den Berliner Archen waren leer. Ja. Der Kollege hat, übrigens ein ganz bekannter, auch in den Medien, ein bekannter arabischer Clan-Chef, hat Selfies mit den Jugendlichen gemacht. Wir haben sie selber gesehen, die Jugendlichen haben sie uns gezeigt. Und man hat sie eingeladen später, wenn ihr von der Gesellschaft vergessen werdet, bei uns werdet ihr aufgenommen und habt eine tolle Familie. Hat den heute die Polizei besucht in seiner Villa? Bitte? Hat den heute die Polizei besucht in seiner Villa? Ich habe es gelesen, das war ja heute, er musste seine Villa... War das ja, der? Natürlich, das aus dem Clan-Bereich kommt er. Und da kann man sehen, wo die Jugendlichen dann hingehen, wo die Jugendlichen hingehen werden. Herr Büscher, Ralf hat erwähnt, die Politik liefert nicht. Ist nicht alles leicht, aber ein bisschen mehr kann man hin und wieder schon erwarten. Was passiert denn Ihrer Meinung nach, wenn in den nächsten 5 Jahren nicht geliefert wird? Wie sieht es bei Ihnen aus in 5 Jahren? Was erwarten Sie, wenn nicht geliefert wird? Ich habe jetzt in einem Interview gesagt, ich bin froh, dass ich nicht mehr 30 bin. Also ich weiß nicht, wo das enden wird. Wir können bei uns in den Häusern sehen, wohin sich das Ganze entwickelt. Wenn wir mit Politikerinnen und Politikern sprechen, kommt als erstes immer, wenn wir denen was sagen, ja, aber... Dann heißt es, ja, aber warum kümmert sich denn die Mutter nicht um die Kinder? Und dann sagen wir eben, sie kümmert sich vielleicht nicht um die Kinder. Also müssen wir es tun, wenn wir diese Kinder nicht verlieren wollen. Das heißt, wir müssen Integration, ist noch einmal
gescheitert, und zwar zu 100%. Furchtbar, ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Und wir müssen die Kinder und die Menschen, die hier sind, integrieren. Wir können sie nicht ausweisen. Wie wird Ihr Viertel aussehen? Sie kriegen es mit. Wie wird die Stadt aussehen? Ja, die Stadt wird dann schon, ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen und weiß, wie sich Berlin verändert wird. Wir wissen nur, es kommen immer mehr Menschen zu uns. Wir helfen ihnen nicht, wir geben ihnen keine Wohnung, wir schlichten sie auf schlechte Schulen, auf die unsere Kinder nicht gehen wollen. Und da fängt doch das Problem an. Mir hat jetzt ein kritischer linker Journalist vor einigen Tagen gesagt, er sucht für seine Tochter, der wohnt im Wedding, eine Schule. Und er sagt, an zwei Schulen war er, da war ein katastrophaler Schnitt. Er wollte das nie, aber er hat seine Tochter auf eine private Schule angemeldet. Und das machen viele. Es wird sich zum Negativen verändern. Wir werden 7 Millionen Bürgergeldempfänger nicht bezahlen können, plus die geburtenstarken Jahrgänge, die in Rente gehen. Und dann wird es knallen. Das denke ich auch. Ja. Das heißt mehr Gewalt, Frau Hermenau. Das fürchte ich, ja. Und dabei werden nicht die Rentner an der Frontlinie stehen. Die werden es nicht so machen. Aber die jüngeren Leute werden das gemäß ihrem Alter, vermute ich mal, ganz hoch entzündlich machen. Gucken Sie mal, vor Corona gab es doch in mehreren Großstädten in Westdeutschland, vor allem, mir fällt Stuttgart jetzt spontan ein, diese Durchzüge junger Männer, die dann immer die ganze Innenstadt zersplittert haben und dann die Polizisten auf den Rücken gesprungen sind, was da nicht alles an sportlichen Übungen gemacht worden ist, um das mal freundlich zu formulieren. Damit muss man dann rechnen, das wird dann überall eintreten. Ich habe erst gestern oder vorgestern eine interaktive Grafik gesehen, ich weiß nicht mehr bei welcher Zeitung, wo man mal hochgerechnet hat, wie sich die einzelnen Bundesländer verändern, wenn man mal die jetzt bis 10-Jährigen hochrechnet, ne, für 10, 20 Jahre. Da ist sozusagen der ganze Westen betroffen und Berlin. Und die ehemalige DDR wirkt da bleich dagegen. Ne? Das hat damit zu tun, dass sich bei uns auch nicht so viele ansiedeln. Nicht nur, wie der Verteilungsschlüssel ist, sondern generell. Und das wird Wasser auf die Mühlen der AfD werden. Ganz klar. Ja. Weil man eben das Integrationsproblem nicht gelöst hat, dann möchte man es auch nicht so haben, wie in der Stuttgarter Innenstadt, wenn da Beutezüge gemacht werden und die ganzen Läden zertrümmert werden. Ich glaube, das wollen die Leute nicht. Und das Durchschnittsalter ist ja auch höher im Osten als im Westen im Allgemeinen. Und natürlich ist das dann auch nochmal ein Punkt, wo die Leute sagen, Ordnung und Sicherheit sind mir wichtig. Ne? So wie in Stuttgart wollen wir es sicher nicht. Das stimmt für heute, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es schon am Montag. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Freuen Sie sich auf Montag, wird eine tolle Sendung. Wolfgang Bosbach ist mit dabei, dann Susanne Gaschke von der NZZ und Claudius Seidel von der FAZ. Ich hoffe, Ihnen hat auch diese Sendung gefallen. Sie können es uns in die Kommentarspalte schreiben. Sie können dieses Video gerne mit Ihren Freunden teilen. Auch unbedingt unseren Kanal abonnieren und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.